Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 340 am Montag, den 6. November 2023. Es ist bereits wieder nach 0 Uhr, fast schon wieder 1. Und ich bin wieder in Bredstedt auf meinem Stammstellplatz. Wir haben noch 10 Grad Außentemperatur. Tja, die Tage sind lang gerade mit so einem großen Website-Projekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke gerade auch, dass es wahnsinnig umfangreich ist und dass die Zeit echt mega knapp wird. Das habe ich jetzt auch gerade mit meiner Kundin kommuniziert. Mal gucken, was sie morgen dazu sagt. Das wird eine heiße Nummer, das wirklich für Mittwoch online zu kriegen. Mal gucken. Ich habe ihr jetzt vorgeschlagen, ob wir das vielleicht nochmal um 1-2 Tage rausziehen können. Mal sehen, was sie dazu meint. Ich habe heute den ganzen Tag daran gearbeitet. Also es ist, bin gerade mal, den Stellplatz habe ich gewechselt und Wasser gefüllt. Das war alles, was ich außer der Reihe gemacht habe. Und ansonsten habe ich wirklich den ganzen Tag gearbeitet an der Webseite. Es ist wirklich sehr umfangreich, sehr verschachtelt und ja, es sind Kurse und Unterkurse unter verschiedenen Kategorien und so weiter und so fort. Und das soll ja alles richtig aufgebaut sein. Und das Design ist halt auch wesentlich umfangreicher als das der alten Seite und soll dann auch eben dementsprechend schick aussehen. Ich mag die jetzt schon super, super gerne. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde das natürlich dann veröffentlichen. Und ja, es macht auch Spaß, muss ich sagen, wenn ich so dran bin. Das sind doch immer wieder auch Herausforderungen. Heute war es jetzt nun nichts, was nicht lösbar war und auch nicht unheimlich aufgehalten hat, jetzt wie vorgestern oder gestern, wo ich dann wirklich so lange da wegen dem Newsletter-Anbindung zu tun hatte und so viel Zeit damit verbracht habe letztendlich. Das flutschte heute alles, aber es ist halt wahnsinnig aufwendig. Ich muss die Bilder jeweils anpassen, verkleinern für den jeweiligen Bereich, wo sie eingesetzt werden, damit die auch gut geladen werden, dass die Seite nicht so langsam lädt. Wenn dann nur ein kleines Bild sein muss, dann lade ich da natürlich kein großes hoch, sondern ich lade das gleiche in kleiner praktisch nochmal auf die Seite und das wird dann an der Stelle eingesetzt. Also nur so, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Das heißt, manche Bilder muss ich halt zweimal in die Hand nehmen quasi. Und ja, es ist halt sehr aufwendig. Mal gucken. Ich bin ja immer sehr ehrlich, deshalb habe ich das jetzt hier heute so auch geteilt. Und mal gucken, was die Kundin jetzt morgen sagt. Ich habe morgen den ganzen Tag dafür eingeplant und ja, ich würde sie sowieso nachts umziehen, die Seite. Das wird halt echt eine heiße Nummer, das morgen alles hinzubekommen, weil doch noch einiges fehlt jetzt und puh, ja, mal gucken. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen, weil mehr habe ich heute nicht gemacht, außer dazwischen nochmal was gegessen, was aufgewärmt, Gott sei Dank, musste gar nicht aufwendig kochen. Und jetzt gehe ich zu Bett, Kraft tanken für morgen und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.